Alter, was kommen hier für Fratzen, Digga? Das kannst du nicht auf Twitch zeigen, du bist direkt weggebannt, ey. Digga, das Cover von dem Film hier, ey. The Price We Pay, Junge. Da ist aber nichts mehr vom Gesicht zu erkennen, ey. Also 18 plus jetzt hier, ne? Also wisst ihr Bescheid. Sieht jetzt nicht so aus wie ein umfangreiches, krasses Spiel, ne? Sieht aus wie Left 4 Dead für Arme oder so. Kenn ich auch nicht. Bruder, ich hab mich nicht mal jetzt erschrocken, Alter. Normalerweise wäre ich jetzt weggesprungen, aber das war so... So, keine Ahnung. Das war so lame, Alter. Das war richtig lame jetzt gerade. Ich hab nicht mal gezuckt, gar nichts. Also das macht irgendwie gar kein Dings, Alter. Real Talk. Habt ihr mal Evil Dead gespielt, Alter? Oder Evil nee. Dead? Nee, Quatsch, wie hieß die Scheiße da? Wo du mehrere Enden hast da, wo die Story einen komplett anderen Verlauf nimmt immer. Until Dawn? Ja, Until Dawn, genau. Ja, genau. Ja, nah dran war ich. Until Dawn hat der das mal gespielt? Digga, da scheißt ihr aber in die Hose, ey. Also ich hab mir zumindest in die Hose geschissen, weil ich das hier nachts mit einem Kollegen am Fernseher gezockt hab, ey. Das war nice. Die verschiedenen Enden, ne? Wo du die Jugendlichen da oder die Kinder da alle durchbringen musst. Ja, das war aber auch... Das war aber auch richtig, Junge. Auch die ganze Optik schon so, weißt du, selbst wenn du nur rumgestanden hast und es ist nichts passiert, du hast dich trotzdem in die Hose geschissen. Weil die ganze Optik schon so, guck mal, wenn er jetzt hier nur so rumläuft, da wärst du bei, ich hab den Namen schon wieder vergessen, Until Dawn, wärst du schon wieder, hättest du schon in die Hose geschissen so. Einfach nur, weil die Optik schon so krass ist irgendwie. Aber hier so, Digga, guck mal, das sieht aus wie Fortnite, Digga, da, keine Ahnung. Ja, komm, das ist schon echt Schmutz, ne, Alter. Wer keine Ahnung, Alter. Nee, das ist, nicht, ist schon geil, aber nichts für so... Schmutz, Junge. Da bin ich zu alt für. Nee, das ist kein Schmutz, das ist schon nice, aber nicht, das ist nicht so, das ist so für Leute, die so 20 Jahre jünger sind oder so. 20? Ja, 100 Jahre gefühlt, Alter. Ja, bei dir 100 Jahre, bei mir 20. Komm, Junge. Das kann mein Sohn spielen hier, ey. Ja, sag ich doch, so. Kindergarten hier. Evil Dead Spiel? Nee, Until Dawn meinst du wahrscheinlich. Evil Dead ist da dieser Film. Ja, gibt's aber auch ein Spiel von. Gibt's auch ein Spiel weiß. Von? Was? Ja, ja. Ich kenne ihn aber selber nicht. Diesen Film da, da ist doch Evil Dead, oder nicht? Ja, ja, gibt's auch ein Spiel von. Oder heißt der ja auch wieder anders? Nee, ist schon richtig, was du sagst. Dieser Film, den es schon mal in den 60ern gab, oder wann es das war. Der heißt nicht Evil Dead, heißt anders, glaube ich. Ist nicht Tanz der Teufel Evil Dead, Leute? Schreibt mal ja, rein. Ja. Ja, ja. Crew könnte das auch wissen. Der ist auch schon vom älteren. Genau, der alte hieß Tanz der Teufel, aber wie heißt denn der? Tanz der Teufel. Tanz der Teufel ist doch Evil Dead, oder nicht? Ja. Gibt's aber auch als Spiel. Nee. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir meinen alle Until Dawn oder so. Evil Dead The Game. Kam 2022. 22? Kam das letzte Jahr raus. Da war ich aber nichts von Anfang, oder? Im Mai. Ja, das ist so. Ja, ja. Komplett. Ja, wirklich, Alter. Lol. Okay, da gucken wir gleich auch nochmal einen Trailer an. Also Evil Dead The Game Trailer Deutsch. Gucken wir uns jetzt mal ein paar Trailer nur an hier. Okay, perfekt. Wenn ich jetzt rüber geswiped werde, Digga, direkt 18 plus. Alter, was kommen hier für Fratzen, Digga? Das kannst du nicht auf Twitch zeigen. Du bist direkt weggebannt, ey. Digga, das Cover von dem Film hier, The Price We Pay, Junge, da ist aber nichts mehr vom Gesicht zu erkennen, ey. Okay, dann nehmen wir mal einfach den Trailer hier auf irgendeiner Sprache, whatever, was das ist. Ah, kann ich nicht gucken, melde dich an, um mein Alter zu bestätigen. Oh, verfickte Dreckscheiße. Also 18 plus jetzt hier, ne, also wisst ihr Bescheid. Okay, gucken. This is a warning. If you are easily scared, if the sight of blood makes you ill, if you have an unusual fear of trees, deer, demons, deadites, or chainsaws, this game may be too much for you. Also die Musik passt da jetzt mal gerade gar nicht so, weiß nicht, so ein Hip-Hop da im Hintergrund, keine Ahnung, Alter. Get some.
scheiße, ey. Evil Dead, the game. Ey, weißt du, da waren so Teile bei dem Spiel, da hätte ich gedacht so, boah, ja, krass, Alter, fast so wie der Film. Und dann waren das so Teile, wo ich dachte, Alter, was ist denn das jetzt für eine Kindergartenkacke, ne? Hä? Mehr merkwürdig, ey. Also der Film ist sehr, 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 sehr nice, aber ist auch sehr, 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 sehr krass, finde ich. Habt ihr den gesehen? Nee, ich nicht. Ich kenne nur irgendeine Serie davon, kenne ich, glaube. Gibt da irgendeine Serie, ne? Evil Dead? Aber den neuen Film hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Lennart auch nicht? Nee, ich gucke so Genrefilme nicht. Was heißt denn so Genrefilme? Also Horror oder sowas, das ist überhaupt nicht meins. Du guckst keine Horrorfilme? Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mal Chucky vorher mal geguckt, aber das war's auch. Oder ja, Horror einmal. Okay. Nee, also der Film ist schon ein bisschen cringe auch, aber der ist schon... Teilweise schon geht schon ab, Alter. Aber das Spiel sah jetzt an manchen Stellen eigentlich richtig geil aus, aber an manchen Stellen so Kindergeburtstag irgendwie. Vor allem mit der Hip-Hop-Musik, da hab ich jetzt gar nicht gespielt, ey. Groovy. Ja, weiß nicht, vielleicht ist beim Spielen ja anders, ne? Kein Plan. Ach so, für den Trailer muss ich mich anmelden. Ja, weil 18 plus, das Gameplay kann ich so gucken, ist kein Problem, ne? Würde ich mal kurz mal rein Lucky machen hier. Also ich find's nicht hässlich, das Spiel. Auch hier so der Regen und alles. Ich find's nicht hässlich, das hört sich ja schon mal super an. Schöne Momente. Füttere die Wumme. Oh Gott. Okay, da will jemand meine Seele naschen. Also sehr, sehr viele Referenzen, logischerweise. Wie ist das Horrorspiel, was du gespielt hast, Bas? Was denn? Das Horrorspiel, was du gespielt hast, auch für YouTube. Also Kapitel Nummer 1. Wir starten der Tanz der Teufelhütte. Warte mal. Was steht hier drüben? Angst vor der Dunkelheit. Ach, schon vergessen, Licht, ey. Licht würde diesen Ort weniger unheimlich machen. Finde Streichhölzer und entfache ein Feuer, um deine Angststufe unter Kontrolle zu halten. Junge. Okay, meine Angststufe muss ich unter Kontrolle halten. The Quarry. Warte. The Quarry, genau. Danke, Lennart. Also das hier, das ist ja schon so ungruselig, so, ne? Irgendwie. Die Umgebung sieht dann nice aus, so gruselmäßig, aber... Also sehr, sehr viele Referenzen. Das bringt gar keinen Gruselfaktor mit. Logischerweise. So, die Tür klappert da die ganze Zeit so, juckt gar keinen, ne? Aber bei diesem, was du da gemacht hast, das sah irgendwie schon ganz anders aus. Folge 00. Prolog. Ne, ich will schon irgendwo hin, wo was passiert. Direkt mal Folge 1. Opa Pass ist da. Will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist nur das schon. Ist jetzt schon viel gruseliger als das Ganze, was ich gerade gesehen habe. Furchterregend. Aber wenn du Mumm hast. Ja, das war auch nicht schlecht, das Game, ne? Auf jeden Fall. Ja, auch diese komische Musik da im Hintergrund. Ja. Helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Junge, diese Szene jetzt gerade auch von der Optik, von der komischen Musik da, komplett cringe, das hat mehr Gruselfaktor als dieses, als der Scheiß hier. Das hat gar keinen Gruselfaktor. Null. Oder ich find's jetzt schon übelst langweilig sogar. Kapitel Nummer 1. Wir starten in der Tanz der Teufel. Was musst du hier machen? Du musst den da unten füttern, Alter. Was soll der Kack denn? Füttere die Wumme. Hä? Du musst den da an der Dings da unten her, Mann, den musst du auch noch füttern. Was ist das denn für ein Quatsch? Hütte. Ja, die hätten daraus was Geiles machen können. Der Film ist richtig nice, aber das Spiel ist voll verkackt.